Willkommen, Freunde der Waldelfenkampagne. Es ist soweit. Holt euch euer Lieblingsgetränk, setzt euch hin, genießt diese Folge. Wir werden heute die Waldelfenkampagne abschließen. Ich bin mir zumindest sehr sicher. So, Feinde versammeln sich. Es geht los. Wir haben zwei Punkte, die wir verteidigen müssen, so wie es ausschaut. Holen uns jetzt schnell Einheiten ran, dass das auch besser klappt mit der Verteidigung. Oh Gott, haben wir hier eine geringe Ausbildung. Aber wir können uns natürlich schon Überseeeinheiten reinladen. Wahrscheinlich machen wir das auch. Den da. Aber wir kriegen auf jeden Fall unsere Armee jetzt hier voll. Ja. Also nicht, dass wir jetzt wirklich überrannt werden oder so ein Mist. Das tun wir uns nicht an. So, was könnte man noch reinholen? Ein schöner Drache ist schon was Nettes. Ich glaube, den brauchen wir fast schon gar nicht mehr. So, drei Bannwaldläufer, holen wir noch einen vierten. Noch einen Speerträger vielleicht. Und noch einen Falkenreiter. Okay. Wood Elf Spellweaver. Du kannst eigentlich erstmal da hinten bleiben. Das ist in Ordnung. Ich komme eh wieder nicht bis hin. Dann mache ich wenigstens den jetzt hier noch ganz weg. Leute. Leute, es geht doch nicht. Okay, wird also nix. Unterhalt reduzieren. Rekrutierungsdauer für alle Einheiten mindestens um 1. Das ist doch geil. Ich glaube, das nehmen wir. Gerade jetzt für die... Moment mal. Fähigkeit Eibenguss für Triaden und Baummenschen. Macht das natürlich auch um einiges stärker. Was habt ihr hier bitte vor zu tun? Könntet ihr euch bitte ein bisschen aus meinen Einflussgebieten zurückhalten? Danke. Ich bin sehr verbunden. So, nächste Runde ist dort eine ordentliche Armee da. Hier tun wir weiter aufbilden. Ritual haben wir durchgeführt, alles gut. Ja, ab in die nächste Runde, würde ich sagen. Aber es war eine falsche Entscheidung, die eine Armee da hochzuschicken. Das schwächt uns jetzt. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ich mampfe ein bisschen nebenbei was. Dieser feierliche Anlass, da kann man sich ruhig gerne mal was Schönes dabei gönnen. Bei mir ist ein selbstgemachter Brownie. Also ja, ich habe ihn tatsächlich selber gemacht. Ich bin eigentlich nicht so der Bäcker, aber Brownies sind halt ultra easy zu machen. Also, meine Freundin hat das Rezept hochgehalten und ich habe gemacht, was draufsteht. So, du bist immer noch in meinen Gebieten, hast du es nicht verstanden? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für eine andere Armee war. Aber ich glaube, man wollte uns in den Hinterhalt locken. Das ist nur nicht richtig aufgegangen. Wolltest du mich etwa in den Hinterhalt locken? Warum macht das... Muss man das verstehen? Tot sind sie auf jeden Fall. So, erstmal zurück in die eigenen Gebiete. Wir müssen uns etwas wieder aufladen. Das
Das ist doch bestimmt nicht gerade schwach verteidigt, das Teil. Ach du Schande. Das ist voll. Nein. Das muss ich mir jetzt nicht antun. Zack. Oh, das Imperium. Mensch, die habe ich ja noch nie gesehen hier. Schatzjäger sind weg. Boah, was will man sich eigentlich noch holen? Ja, das ist immer gut. Geschossresistenz, wenn man auf dem Adler ist, ist es auch gut. Das Ding haben wir fertig geforscht. Feuerresistenz plus 5 Waldgesundheit beim Niederriesen von Heideland. Ja, komm, nehmen wir das, oder? Das hier ist ein bisschen viel. Hier ist wieder alles im... Moment mal. Na gut, das interessiert mich sowas von überhaupt nicht. Ich denke, die Runde können wir beenden. Nein, oder? Das ist unfassbar. Jetzt werden wir wirklich am Ende noch mal reingezogen in die Scheiße. Okay, aber was Ifres irgendwie irgendwo macht, ist mir eigentlich ziemlich latte. So, diese letzte Denunzierung hier, die man gerade an uns versucht, die werde ich aber auch nicht zulassen. Wir werden die beiden Einheiten einfach voll und ganz zerschießen und dann wieder hinterher drüber lachen, wie einfach die Schlacht war. Warum Vampire eigentlich rote Augen? So, die Grenadiere sind natürlich eine wirkliche Bedrohung. Komm, beschleunige mal ein bisschen. Miau. Schön Abstand halten. Warum schießt ihr irgendwo auf irgendwelche Einheiten da hinten? Seid ihr wirklich so schwachmatisch? Ihr wisst schon, dass ich hier auch einfach einmal rumlaufen kann. Ich muss sagen, die halten gut was aus. Aber jetzt sind sie auch gleich weg. Und tschüss. Da weicht der wirklich aus?
Das ist ein Sack. Und tschüss. Ich weiß nicht so richtig, was diese Angriffe sollen. Gut, geht weg. Okay, die haben mir den Krieg erklärt. Ich weiß nicht, was jetzt nochmal los ist, aber es gefühlt geht jetzt die ganze Welt gerade auf mich los. Waldinvasion steht bevor. Ist die Frage, kommen wir da noch rechtzeitig hin? Die Antwort ist ja. What the f... Absolutely not. I'm on this enchant. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier so ein bisschen rumruckelt gerade heute. Jetzt geht's zum Beispiel wieder ohne Probleme. So, die Weltinvasion ist weg. Jetzt wird man mal einen kleinen Trick benutzen. Ich habe nämlich etwas Angst. Achso, das geht nicht. Scheiße. Oder? Könnt ihr jetzt reisen? Ja, okay, hat geklappt. Hat jetzt ein bisschen Angst, dass eventuell nach hinten losgeht, wenn die Armee jetzt hier ankommt. Aber so sollte das kein Problem sein. Also ich weiß nicht, was diese Flotte hier von mir will. Also sie bleibt immer exakt in der Reichweite, dass ich sie gerade so angreifen kann. Und dann fällt sie einfach weg. Ich habe das Gefühl, die will mir einfach nur auf den Sack gehen. Oh. Okay, die Armee ist tot. Schmaus der Krähen. Ja, nehmen wir mal mit. Wohltemperierte Härte. Das ist der Inselkampf. Nein! Ich hab daneben gedrückt, aber wir haben trotzdem gewonnen. Aber es war unschön knapp. Und das können wir jetzt nicht mehr gewinnen. Ja, so kann man auch eine Armee verlieren. Celeste hat dort eine ganze Armee rumstehen. So, wir machen das jetzt hier ganz klassisch und schnell. Beenden es. Ist ja auch keine spannende Schlacht geworden. So. Schatzjäger sind vernichtet. So wie es schon immer sein sollte. Einkommen wird ein bisschen gestärkt.
23.000 haben wir mittlerweile sogar im, Plus stehen wir. Ja, so, wie lange dauert denn jetzt noch die... Oh, hier kommt nochmal eine Armee, die könnte uns Probleme machen. Hier auch. 5 Runden noch. In 5 Runden könnten die definitiv schon unten sein und Stress verursachen. Reduzieren wir die Rundenanzahl mal um 1. Ich brauche eine neue Armee. Die Fresse ist auch ziemlich stark. What the f... Wow. Ich glaube, diese Schlacht ist nicht schaffbar. Weil die rennen einfach durch unsere Linien durch und werden alles zerballern. Die ist nicht systemrelevant, die Stadt. Auf die kann man notfalls verzichten. Ach, guckt euch das an, was jetzt die Tiermenschen, Quatsch, die Echsenmenschen hier abziehen. Und was für riesigen Horden, die jetzt angeschwemmt kommen. Die wollen es jetzt nochmal spannend machen. Ja, da kommen sie. Okay, ihr müsst definitiv in die Nähe von denen da gehen. Ah, ihr seid dumm. Okay. Haben wir noch Bogenschützen? Antwort nein. Okay, dann kriegen wir die Armee zumindest schon mal ein bisschen voller. Warum sind denn die Skaven jetzt auch schon hier? Unfassbar. Die hocken einfach überall rum. Okay, ich habe das Gefühl, ich bin vom Stärkegrad ein bisschen unter ein bestimmtes Niveau gefallen. Ihr wisst, was da passiert. Dann kommen sie aus allen Ecken. Ich hätte gerne meine alte Magierin zurück. Ist die etwa ganz tot? Die hier sind irgendwie alle Rang 9, die Bestienmagier. Die hier ist doch eine alte. Eine alte, muss man dazu sagen. Nicht die. So, noch 3 Runden. Nein, bitte komm, macht nicht... Oh, danke. Oh ja, danke, nett. Sehr freundlich. Ich dachte, sie kommen jetzt einfach um die Ecke und denken sich so, oh komm, den erklären wir jetzt auch noch den Krieg, weil sie jetzt schon hier so provokant mit ihrer Armee herumstanden. Also die Echsenmenschen mucken jetzt nochmal richtig auf. Das wird also der letzte Ansturm jetzt. Skaven und Echsenmenschen, die von allen Seiten kommen. Aber die Zeit, in der sie noch siegen könnten, wird kleiner und kleiner. Hm. Baumschrade, warum eigentlich nicht?
Was wollen sie jetzt? Noch ein Geschenk. Die sind aber echt freundlich. Die denken sich bestimmt so, ach guckt mal, die armen kleinen Waldelfen, wie schlecht es denen geht. Werden hier von Tiermenschen überrollt. Ich sag immer Tiermenschen, ich meine Echsenmenschen. Wahnsinn, wie krass stark die Echsenmenschen sind, die gerade gegen uns vorgehen. Ich meine, da braucht man wirklich zwei Fußdecks, um die zurückwerfen zu können auch nur. So, du kannst dort verteidigen. Ihr bleibt erstmal noch hier. Und bildet auch weiter Einheiten aus. Und zwar finde ich eigentlich einen Drachen, ganz nett. Und Riesenerschreiter. Finde ich sehr freundlich. Schwestern und Dorn habe ich noch gar nicht ausgebildet. Kommt nochmal ein Geschenk. Ah, oh, ihr seid zu freundlich. Zu freundlich. Die bewerfen uns hier förmlich mit Geld. Vielleicht wollen sie den Kapitalismus ankurbeln. Oder Inflation hervorantreiben, um unser Reich zu destabilisieren und einzunehmen. So, eine Runde. Das heißt, diese eine Runde wird die Runde sein, wo wir jetzt hier gewinnen. Das ist der Endkampf, auf den wir gewartet haben. Oh, ich sehe, der Feind ist nicht in der Lage, uns einen wirklichen Kampf zu liefern. Ah, dann haben wir der Weltfinks nochmal gezeigt, dass mit uns nicht zu spaßen ist. So, die ganzen Kröten weggeräumt. Von wegen 7 Plagenkröten. Hätte es einfach mal ein paar Waldelfen gegeben, dann hätte sich das ganz schnell erledigt gehabt. Ein bisschen Rüstung. So. Geht denn das nicht? You are too kind, Lord Day. She won't even use it. Ich möchte die Armee anwählen. Gehe auf das Zeichen und drücke, wo sie hin soll. Jawohl. Und dann ist sie da. Und hier können wir nichts ausbilden. Cool. Egal. Wir haben jetzt, glaube ich, gewonnen. Leute, lehnt euch zurück und entspannt euch. Ich denke, ich hoffe, dass wir noch ein Video jetzt bekommen. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie jetzt die Waldelfenkampagne genau beendet wird. Und vor allen Dingen, um am Ende unser das Resümee zu ziehen, wie wir vorgegangen sind. Das wird uns jetzt am Ende nochmal aufgeschlüsselt, wie wir gerade am Anfang gekämpft haben. Da können wir uns noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zeit für einen knackigen Ausgang. Wir haben gewonnen. Und dann können wir jetzt hier uns angucken, wie das genau passiert ist. Also am Anfang haben wir hier die ganzen Gebiete eingenommen. Dann haben wir einen Großteil verloren. Warum bin ich ganz so schnell hier?
Sind dann runtergegangen, um gegen die Druki zu marschieren, gegen Morathi und natürlich auch gegen Clan Rictus, der hier oben war, hat uns aber auch wieder stückchenweise alles abgenommen. In der Zwischenzeit, ja, hat sich in einer anderen Welt, ist eigentlich eher uninteressant, denke ich. Wobei die Menschen sich ja ziemlich ausgebreitet hatten, kurzzeitig. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier bedeutet. Steht leider keine gute Legende da. Auf jeden Fall haben wir uns hier oben relativ lange halten können. Das hat sich anfangs gar nicht so angefühlt. Das letzten Endes ja eigentlich nur, also hier ist unsere Hauptstadt, by the way. Dann kommen jetzt Clan Rictus. Mit denen haben wir jetzt ziemlich lange gekämpft. Jetzt können wir ein bisschen beschleunigen. Unsere Verbündeten haben sich jetzt ein bisschen ausgebreitet. In der Zwischenzeit ist Avalon hier total abgegangen. Ich weiß gar nicht, was das hier oben ist. Das ist wahrscheinlich mal eine gute Frage. Das habe ich nicht so richtig teilgenommen. Okay, jetzt haben wir zum ersten Mal die Hauptstadt von Morathi eingenommen. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder relativ viel verloren. Aber unsere Jagd nach Clan Rictus hat uns jetzt Vorteile gebracht. Jetzt kommt der Wendepunkt. Die Hochelfen sind jetzt hier drüben gelandet. Und zusammen mit ihnen töten wir Clan Rictus und Morathi. Und hier hat sich jetzt eigentlich das Ganze gelegt. Und ich glaube, ab dem Moment haben wir dann schon drüber nachgedacht, eventuell nach Süden zu marschieren. Aber erstmal haben wir jetzt hier oben noch ein paar Gebiete geholt. Und dort alles weggeräumt, was wegzuräumen war. Genau, und hier sind wir jetzt unten gelandet. Jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen mehr beschleunigen. Haben uns hier dann weiter ausgedehnt. Hier oben war der Kampf dann wirklich zu Ende. Mal kurz gucken, wie es den Gruftkönigen dann ging. Ist das unsere Farbe? Sind wir auch schon hier drüben gelandet zu dem Zeitpunkt? Ich glaube ja. Ah ne, jetzt ist unsere Farbe angekommen. Hier unser ewiger Kampf mit der Vampirküste. Teilweise sogar alle Gebiete fast schon verloren gehabt. Also der Kampf hier oben und hier ist wirklich so fast schon gleichzusetzen gewesen. Oh, guckt euch das an, wie die Hochelfen hier runtergezogen sind und alles plattgewalzt haben. Jetzt weiß ich auch, warum die Echsenmenschen am Ende runtergekommen sind. Die wurden ja regelrecht nach unten geschoben. Ja, geil. Kampagne abgeschlossen. Geil. Wie viel Bernstein haben wir jetzt? Einen. Und durch was würden wir jetzt die letzten bekommen? Hm. Ah, schön. Sehr, sehr schön. Hier wird es noch ein bisschen dauern, bis wir das Teil hätten. So, ich werde auf jeden Fall speichern. Vielleicht ist mir doch noch ein Erfolg entgangen, den ich mir dann nochmal angucken könnte. Sowas wie führt alle Rituale durch, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das machen möchte. Aber ja, wir haben es geschafft. Und ich sage euch, ich habe die eine Mission, die Endkampfmission, nachdem wir die jetzt hier in der Kampagne gespielt haben, auch mal so gespielt. Und die war irgendwie, also wenn ihr eine gute Aufgabenschlacht sucht, eine richtig harte, die auch mal ein bisschen anders ist, dann könnt ihr euch gerne, wo haben wir sie? Dann ist die letzte hier bei Wurzel des Chaos echt gut. Trütscher habe ich noch gar nicht gemacht, sehe ich gerade. Ach ne, Trütscher ist einfach sau schwer gewesen. Also was heißt sau schwer? Ich habe es einmal gemacht und dann keinen Bock mehr gehabt. Und die von von der Ratte, die umgekehrte Kampagne, die ist auch Mission, die ist auch sehr nett, aber die ist nicht so besonders schwer. Ja, ich finde ihn jetzt gerade irgendwie nicht. Eigentlich müsste er hier irgendwo stehen. Ach, da ist er doch. Also die ist nett, aber... Also richtig cool gemacht, so mit mehreren Zielen zwischendrin. Aber nicht sehr schwer, aber... Ordentliche Schwierigkeit hat auf jeden Fall die hier. Die letzte Schlacht beim Wurzeln des Chaos, die wir in der letzten Folge quasi gemacht haben. Die war richtig hart und vor allen Dingen gab es da eine krasse Änderung. Wir haben ja nicht mit Ariel gespielt.
hier muss man Ariel wirklich beschützen. Also wir mussten ja hier die Schwestern des Zwielichts beschützen, was natürlich deutlich einfacher ist, wenn sie fliegen. Aber in dieser Mission müsst ihr Ariel beschützen. Und das erweist sich als viel, viel schwerer, als die Schwestern des Zwielichts zu beschützen. Naja. Ja, da sind wir jetzt am Ende unserer Kampagne. Ich hoffe, ihr hattet hier ein bisschen sehr viel Spaß. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es tut mir leid, dass ich manchmal ein bisschen selber durcheinander gekommen bin, was den Upload-Plan angeht. Aber ich habe einfach jetzt nicht so die krasse Internetleitung und ich muss so eine Folge teilweise 8 Stunden oder 9 Stunden hochladen. Und das muss ich mir gut überlegen, wann ich das tue. Und da komme ich teilweise auch schon mal durcheinander, weil ich die nicht abhaken kann, sondern stattdessen überdacht hochladen lasse. Wo es dann dazu kommt, dass es auch mal abschmiert, Verbindung abreißt und plötzlich muss ich es nochmal neu hochladen. Also das war alles ganz schön nervig, weil ich die Videos einfach viel zu lang gemacht habe. Vielleicht hätte ich sie an der Stelle kürzer machen müssen, aber ich wollte ja auch nicht ewig mit diesen Projekt beschäftigt sein auf dem Kanal. So kriegt man das jetzt wahrscheinlich, oder ich hoffe mal, dass das Projekt jetzt vor Ende des Jahres noch abgeschlossen war und wir uns neuen Dingen widmen können. Ja, also gebt mir gerne eure Meinung dazu. Wenn ihr noch mehr von solchen Kampagnen sehen wollt, dann schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, gleich mit Vorschlag, was für eine Kampagne ihr sehen wollt. Dann mache ich mir da noch Gedanken drüber. Ich spiele aber keine doppelt. Also welche, die ich jetzt schon selber gespielt habe, würde ich nicht nochmal anfassen. Aber ihr könnt ja einfach mal reinschreiben, welche denn besonders interessant sein soll. Und dann gucke ich mir die mal an. Bis dahin wünsche ich euch noch einen herrlichen Tag. Bleibt gesund, meine Freunde. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ciao.